Ja, mein Papa hat mich damals schon zu den Tölzer Löwen mitgenommen. Damals war ich 5 Jahre alt. Und das hat so meine Liebe zum Mannschaftssport entwickelt und vor allem zum Eishockey und natürlich vor allem zu den Tölzer Löwen. Ja, dadurch, dass ich natürlich so ein Tölzer Löwen-Fan bin und das die letzten Jahre halt ja, mit Herzblut auch immer noch verfolgt habe, aber mir die Entwicklung halt nicht gut gefallen hat, war ich schon sehr dankbar darüber, dass der Axel dann Trainer wurde. Und ja, wir da gemeinsam dann auch kommuniziert haben und ich somit auch dann die Erlaubnis bekommen habe, bei den Tölzern was zu verändern und auch das Vertrauen bekommen habe. Das war für mich dann schon wirklich ein toller erster Riesenschritt, weil das ja für mich jetzt auch in der Arbeit als Performance Coach genau das ist, was wir zukünftig auch im deutschen Teamsport mehr anbieten wollen, die Struktur von Profisportmannschaften zu verändern. Ja, Markus kenne ich schon lange eigentlich. Er war natürlich ein Weltklasse-Triathlet und wir haben uns ab und zu beim Joggen eigentlich getroffen und haben uns ein bisschen ausgetauscht und irgendwo ist dann die Idee entstanden, zu einem, dass er mal mit meinem Sohn zusammenarbeitet, mit Maxfeld und dann natürlich auch, dann bin ich Trainer von den Tölzer Löwen geworden und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er sich da Zusammenarbeit vorstellen kann, dass wir das einfach alles optimieren können, dass wir es professionalisieren können in puncto Konzentration, in puncto Regeneration, in puncto Fokus. Es ist ja bei uns jetzt letztendlich ein Beginn einer Partnerschaft und bis jetzt ist es hervorragend, aber das können wir noch viel weiter noch ausbauen. Ja, aktuell ist es ja so, wir haben wirklich fast jeden zweiten Tag ein Spiel oder jeden zweiten, dritten Tag und da ist jetzt der Hauptfokus natürlich in der Regeneration, Ernährung, Regeneration, auch Fokus, das ist also wirklich jetzt das Wichtigste, dass wir uns wirklich nach den Spielen sofort wieder regenerieren und dann wieder neu fokussieren, das ist eigentlich das Hauptthema und da ist er natürlich Experte auf diesem Gebiet und das tut uns sehr gut. Der Anfang, glaube ich, war für die Jungs in der Kabine zumindest ziemlich strange, weil ich habe das natürlich mit dem Fabi, mit dem Geschäftsführer, mit dem Axel besprochen, dass ich jetzt erst einmal 3 Wochen lang beobachte, wie die Stimmung so ist. Wie ist die Dynamik innerhalb der Mannschaft, wie ist die Kommunikation etc. Habe mir dann natürlich über die 3 Wochen dann schon einen sehr detaillierten Plan gemacht, was ich anpacken möchte. Und das Erste, was mir heute wirklich aufgefallen ist, wir brauchen das Thema Entschlossenheit und Fokus, dass die Jungs einfach das Tor wieder treffen und einfach in jedem Spiel ihr Potenzial abliefern können. Das war für mich glasklar und somit haben wir ja gestartet mit Übungen zur Entschlossenheit, mit Übungen zum Fokus. Und wir haben die sportspezifische Ernährung mit reingebracht. Das ist eigentlich verrückt, weil du hast dann den Markus bei dir in der Kabine, der so erfolgreich in seinem Sport war. Und dann bist du mit dem eigentlich auf einer Augenhöhe. Der spricht mit mir oder spricht mit uns allen. Der spricht mit dir und, ja, und ist einfach auf einer Augenhöhe und kann dir super Tipps geben, hilft dir individuell weiter. Und das ist einfach was ganz Besonderes, finde ich, ihn einfach da zu haben. Und ich denke, da sind wir alle sehr dankbar drüber. Zu dem Zeitpunkt, wo der Markus zu uns gestoßen ist, waren wir auf dem vorletzten Platz in der Liga, hatten Schwierigkeiten, Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen. So, man hat gemerkt, dass man einfach von Woche zu Woche immer irgendwie, ja, einfach das Team einfach schlechter drauf war und niemand wusste richtig, wie wir uns da rausholen. Und Markus ist dann gekommen und hat dann eigentlich Stück für Stück mit uns angefangen zu arbeiten. Und ja, ich finde jetzt einfach über die Zeit, wo er da ist, haben wir eine riesige Entwicklung gemacht. Wir haben jetzt zurzeit, glaube ich, das 7. oder 8. Heimspiel in Folge gewonnen und ich denke einfach, dass einen großen Teil dazu trägt Markus bei uns bei. Ja, die größte Veränderung natürlich neben dem Tabellenplatz ist für mich ganz klar das Auftreten der Mannschaft, also die Körpersprache, die Energie, die sie aufs Eis bringen, die Kommunikation untereinander. Also für mich ist es Wahnsinn, wie krass sich gerade die Dynamik in der Mannschaft verändert hat. Ja, die erste Maßnahme, die ich getroffen habe, war eine Übung zur Entschlossenheit. Und es war ganz einfach, sie sollten einfach einen Stock fangen. Und in der ersten Runde haben es von 22 Jungs genau 2 geschafft. Und in der zweiten Runde, nachdem wir
Übung zur Entschlossenheit gemacht haben, nachdem ich ihnen ja, ein paar Atemübungen und so weiter gegeben habe, waren es halt schon 19 Jungs, nach der dritten Runde alle. Und das, glaube ich, hat ihnen so ein bisschen die Augen geöffnet, was man innerhalb kürzester Zeit einfach mit dem Mindset erreichen kann. Ja, wie gesagt, das war der erste Step. Dann waren es natürlich viele individuelle Gespräche. Also das heißt, wenn ich beim Heimspiel auf der Bank war oder auch im Training dabei war, die Dynamiken erkannt habe, habe ich mir einfach dann auch teilweise Spieler mal rausgesucht, mit ihnen gesprochen oder mehrere Spieler und mit ihnen mal so ein paar Themen einfach ja, angesprochen, durchgesprochen. Wir haben am Anfang auch ein bisschen Motivation mit reingebracht, also schauen, geschaut, dass wir die Spieler vor dem Spiel auch motivieren, dass wir Themen wie Regeneration mit reinbringen. Sind jetzt gerade auch dran, dass wir fürs nächste Jahr vor allem dann auch die Verpflegung neben der sportspezifischen Nahrung verbessern, also dass quasi für die Spieler wird gekocht bei Auswärtsfahrten, dass wir da einfach schauen, dass wir das optimieren. Dann werde ich auch beim Sommertraining mit dabei sein, werde da ein bisschen meine Expertise mit reinbringen. Und ja, ich bin unglaublich stolz und froh, dass ich ein Teil sein darf, dass wir über die nächsten Jahre in dem Verein wahnsinnig viel Professionalität aufbauen können. Und dass ja, ich die Freiheit habe, diese Dinge auch anzusprechen und dass diese Themen auch umgesetzt werden, weil das ist wahnsinnig wichtig. Also ich kann mir einen Mund fusselig reden, wenn es nicht umgesetzt wird, dann passiert nichts. Aber das ist halt das wahnsinnig Wichtige, gerade in Deutschland, wo die Teamsportentwicklung ja eher hinterherhinkt, im internationalen Vergleich, braucht es revolutionäre Ansätze und bin unglaublich froh, dass es Teams und Vereine gibt, die da Bock drauf haben und ja, da in eine ja, richtig gute Zukunft starten wollen. Ja, also im Hinblick auf die neue Saison ist es natürlich so, dass dann der Markus natürlich ab Mai auch im Sommertraining involviert ist. Also er wird Teilbereiche auch übernehmen. Und er ist halt einfach ja, wie soll ich sagen, ein super Typ, ein ganz ein positiver Typ und einer, der das eigentlich alles selber erlebt hat. Zwar als ein Einzelsport, aber trotzdem, er kann viel von dem auch in den Mannschaftssport transportieren. Deswegen ist es, glaube ich, für ihn auch gerade interessant, weil er lernt jetzt ein bisschen den Mannschaftssport auch kennen und er kann wirklich allen Vereinen praktisch in unterschiedlichen Vereinen, in unterschiedlichen Sportarten helfen, weil der sich sehr schnell in diese Sportarten auch reindenken kann. Und wie ich schon gesagt habe, also er hat alles schon mal selber auch erlebt. Und das ist natürlich eine unwahrscheinlich unbezahlbare Erfahrung. Und dadurch ist er für alle Sportarten und für alle Vereine sehr, sehr interessant. Ja, definitiv kann ich es empfehlen, für Mannschaften, Teams, aber auch einzelnen Athleten mit Markus zusammenzuarbeiten. Nicht nur, weil er total professionell in seiner Sache ist, aber was auch zum Beispiel ganz interessant ist, ist einfach, dass seitdem Markus mit uns arbeitet, eigentlich unsere ganze Mannschaft sehr verletzungsfrei ist.